Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 19. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Im Mittel befindet sich ein Engel. Die Kabbala beschreibt, dass jeden Tag ein Engel herrscht über den Tag und die heutige Engel heißt Hahasiach und hat die Zahl 51. Engel Hahasiach ist Engel der Medizin, Engel der Heilung, verleiht uns Weisheit, schützt uns vom Betrug, hilft uns bei Selbstheilung, kann unserem Selbstvertrauen unterstützen, hilft uns Zweifel und Angst überwinden, hilft uns die Wahrheit zu finden und hilft die Ursache, die Krankheiten erkennen. Engel Hahasiach ist zugeordnet zum Feuerelement, zugeordnet zum Jupiter und zugeordnet zum Tierkreiszeichen Schütze. Jetzt schauen wir dieses Bild an. Es gibt 12 Lebensbereiche. Im ersten Lebensbereich handelt es sich um unsere Selbstdarstellung, unsere Persönlichkeit. Wie bringen wir das in Ausdruck und beeinflusst sogar unserem Aussehen? In dieser Platz, dieser Bereich öffnet sich, dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist der Zeitpunkt bei Sonnenaufgang. Der Tag beginnt naturgemäß bei Sonnenaufgang. Und hier befindet sich die Sonne. Und die Monatsthema vermittelt gerade uns die Tierkreiszeichen Schütze. Tierkreiszeichen Steinbock ist eingesperrt im ersten Lebensbereich und das bedeutet unserer Persönlichkeit, unserem Auftreten. Und das kann natürlich heißen, dass die Steinbock-Geborenen trauen etwas nicht zu. Oder sie werden nicht wahrgenommen, sie werden gerade übersehen oder fühlen sie sich in die Enge. Aber das ändert sich bald, also verbessert sich. Der zweite Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Wassermann bzw. die Tierkreiszeichen Wassermann öffnet diese geheime Tor zum zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Der dritte Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen und das ist der Lebensbereich, die Kommunikation, das Austausch, Nachrichten, Schulungen, Verbindungen, kleinere Unternehmungen und Begegnungen mit Verwandten, mit Freunden, Bekannten, Nachbarn. Also einiges in Bewegung in unserem vertrauten Umgebung. Und diesem Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor und diese Energie kommt von Tierkreiszeichen Fischen. Und genau im gleichen Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen wieder eingesperrt. Und die Wiedergeborenen haben zurzeit das Gefühl, es geht nichts voran, es kommen keine Kontakte, keiner hört zu oder sie brauchen gerade noch diesen Rückzug, diese Ruhe und haben keine Lust, irgendetwas unternehmen oder haben Stress in die Familie, bei Verwandten oder mit Nachbarn. Dann kommt der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich das mit einem Baum vergleiche und das tue ich auch gerne. Hier befindet sich die Wurzel des Baumes. Hier haben wir das Gefühl, verankert, verwurzelt zu sein.
Das bedeutet die Ahnen, die Traditionen, unsere Herkunft, aber zeigt auch unsere vier Wände, unsere Wohnsituation. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Und der fünfte Lebensbereich, wo um Kinder geht, Kinder, Enkelkinder, Erinnerungen an unsere Kindheit. Und hier liegt die schöpferische Kraft, unserem Leben schön gestalten, Lebensfreude zu haben, öffnet sich dieser Lebensbereich auch mit Tierkreiszeichen Stier. Also die Tierkreiszeichen Stier öffnet zwei Lebensbereiche. Der nächste Lebensbereich liegt unseren Pflichten, unserer Arbeit und Gesundheit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Zwillinge. Der siebte Lebensbereich, wo um Partnerschaft geht, Ehe, aber auch geschäftliche Partnerschaften, öffnet sich dieser Tor auch mit Zwillingen. Dann kommt der nächste Lebensbereich, die Transformation und Wandlung. Und hier ist die Tierkreiszeichen Krebs eingeschlossen. Es ist schwierig, gerade bei den Krebsgeborenen etwas loslassen, etwas verändern oder haben gerade eine sture Haltung. Dieser Lebensbereich öffnet sich die Tor mit Tierkreiszeichen Löwe. Der nächste Lebensbereich ist Ausland, Auslandskontakte. Eine große Reise bedeutet auch inneren Reise, Erkenntnisse im Leben zu gewinnen, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens oder ein Studium. In diesem Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen, öffnet sich die Tor mit Tierkreiszeichen Jungfrau, ist aber die Tierkreiszeichen Waage hier eingeschlossen. Also bei Jungfraugeborenen ist die Bewegung da und bei Waagegeborenen ist wie gelähmt, geht nichts voran oder es gibt Hindernisse im Ausland oder mit Auslandskontakte. Dann kommt die Krone des Baumes, das höchste Punkt, das höchste, was man überhaupt erreichen kann. Hier liegt auch die Berufung und dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Skorpion. Ebenfalls die 11. Lebensbereich, wo um Freundschaften geht und Hoffnungen und sozialen Kontakten. Dieser Lebensbereich öffnet sich auch mit Skorpion. Und die letzte Lebensbereich liegen die Geheimnisse und karmischen Themen. Und auch geheime Feinde, hier dieser Tor wird auch mit Schütze geöffnet. Also das ist jetzt mal die Lebensbereiche und die Einflüsse von den einzelnen Tierkreiszeichen. Sonne haben wir zugeordnet, Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, aktiviert zwei Themen, unsere Wohnsituation und Thema Kinder. Liegt mit Venus in Verbindung, also Venus-Mond steht in Verbindung, aber das zeige ich sofort. Erstmal kommt Merkur, gehen wir nach der Reihenfolge. Merkur befindet sich hier in Tierkreiszeichen Schütze. Venus, jetzt kommt die Venus-Energie. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond und Venus stehen in Verbindung, sie stehen gegenüber. Und das bedeutet, die inneren Gleichgewicht ist wichtig, besonders bei den Damen, aber auch bei Beziehungen, nehmen und geben, im Gleichgewicht zu halten, ein Entgegenkommen, zuhören, was der andere meint. Aber das darf nicht einseitig sein. Das ist wie eine Waagschale, sonst kippt dieses Gleichgewicht. Und kommt Unruhe und Nervosität. Besonders bei den Skorpiongeborenen und auch bei Stiergeborenen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Also
Wieder ist eingesperrt, Mars im Tierkreiszeichen Fischen. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Bei Schützengeborenen sind wichtig die Wahrheitssuche, Gespräche, die Gerechtigkeit. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock, die Lernaufgabe, zu sich selbst zu stehen, das in Ausdruck bringen, nicht weglaufen, sondern sich sichtbar machen. Wieder ist hier eingesperrt. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder, rückläufig. Die Wiedergeborenen haben das Gefühl, besonders bei diesem eingesperrten Position, es geht nichts voran. Es ist alles so mühsam. Etwas werft zurück, etwas bremst. Das ändert sich dann am Januar 2019. Dann wird Uranus direkt läufig. Und diese eingesperrte Position ändert sich auch in die Tage. Das dreht sich alles. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Für Männer ist das gut, wenn sie kreative Arbeit haben oder künstlerisch tätig sind, dann kommt die Inspiration, Intuition ist sehr stark, aber Neptun kann auch täuschend wirken. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und die Steinbockgeborenen ist wichtig, die inneren Kraft bleiben. Chiron ist ein Kleinplanet im Himmel, befindet sich zwischen Saturn und Uranus und zeigt, wo weh tut, aber bringt gleichzeitig Heilung. Chiron befindet sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Fischen, aber noch in Tierkreiszeichen Fischen. Und zeigt, was weh tut oder kommt eine Heilung oder Klärung in einer bestimmten Situation. Die Widder ist eher hier in dieser Seite, wenn ich das nach Reihenfolge. Aber im dritten Lebensbereich fühlen sich die Wiedergeborenen etwas gebremst. Dann kommt unserem Planet Erde. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und für die Zwillingsgeborenen bedeutet, dass die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen. Dann kommt Demeter, und das ist die Natur auf unserem Planet Erde, das Leben, das ist unser Planet als solches. Und jetzt kommt Demeter und zeigt die Natur auf unserem Planet Erde. Demeter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Und für die Schützengeborenen hilft natürlich, die Natur zu bewundern, raus aus der Natur oder Haustiere. Natürlich ist das auch Leben auf der Erde oder um unsere Natur kümmern sind auch Themen. Pallas Athene befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Pallas Athene ist ein Kriegsgöttin und Göttin für Schmiedekunst und Waffenherstellung, hat aber mit Kriegsführung wenig zu tun, sondern das ist die Weisheit zum Erkennen, das Strategie des Krieges und die Zusammenhänge erkennen, warum wird Krieg geführt. Und diese Weisheit liegt an Göttin Athene. Und Pallas Athene befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, eingesperrt, und das hat mit Ausland, mit Auslandskontakte zu tun. Hera ist die Ehefrau von Zeus und Göttin die Ehe und Familie. Hera befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, gerade in Wohnsituation und bei Kindern. Dann kommt Hestia oder Vesta. Eine ist die griechische Name, andere ist die römische Name. Und das ist die Tempel, die Feuer oder unsere innere Überzeugung und Glauben, Spiritualität vermittelt und befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und jetzt zu den Verbindungen. Venus, Mondverbindung habe ich gesagt, die liegen gegenüber.
Venus steht in Verbindung zum Neptun und bald zum Mars. Und das ist natürlich Liebesangelegenheit, Mars und Venus. Bei Neptun kann das traumhaft schön sein. Es ist eine schöne Verbindung, eine schöne Liebesenergie, was hier ist. Und Mars steht mit Pluto auch in eine harmonische Verbindung. Und für Männer bedeutet das Loslassen, all das, was im Weg steht, aufräumen und im Inneren Kraft bleiben. Das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.